Ach, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Crisis F. In der letzten Folge haben wir, was haben wir da gemacht? Ich glaube, gegen Rayla haben wir gekämpft, genau, meine Güte. Schon wieder eine Woche her, ist schon wieder viel zu weit weg. Ja, wir haben den 20. Dezember. Ich habe mich schon mal weihnachtlich eingekleidet mit allen Charakteren. Und ja, am Level müsst ihr gleich auch schon was erkannt haben, das erzähle ich aber später. Hey. Sehr schön, oder? Ja. Okay, ich habe ein bisschen gegrindet, nur ein bisschen. Wir sind jetzt auf dem Maximallevel. Weil irgendwann müssen wir es ja mal. Ich habe dementsprechend auch wieder ein paar Ziele bekommen. Veteran des Schwertes hier bei Level 200. Mit einigen noch Leveln. Und den Elf-Modifizierer habe ich auch noch gekauft für alle Charaktere. Das heißt, uns fehlen wahrscheinlich jetzt irgendwie nur noch so was mit 5 oder 6 Titel allgemein. Sehr gut. Ich glaube, irgendwie einige bekommen hier ein Gegnerbuch. Komplett ist ein Titel und einige, wenn der Gegenstand, das Gegenstandsbuch irgendwie voll ist und so, ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Ja, jedenfalls, ich habe noch in der letzten Folge, nach der letzten Folge habe ich ein paar Sachen gefarmt, und zwar diese verdammten Sphären, die wir alle finden mussten für die ultimativen Waffen. Und ja, da freue ich mich schon, dass wir endlich einsetzen können. Wo sind sie alle? Nicht hier, okay. Egal. Ich kann mal direkt visualisieren. Ich möchte jetzt auch mal wissen, was das für Dinge sind. Weil ich habe ja auch irgendwie zum ersten Mal jetzt dualisierbereit. Aber und da habe ich einige Charaktere, da muss ich irgendwie trotzdem suchen. Einige Charaktere, da ist halt irgendwie beim ersten Mal, als ich nachgeguckt habe, passiert, dass ich das gefunden habe. Bei einigen muss ich irgendwie dutzende Male da reingehen, um das zu kriegen. So, Diosphäre, Tria, Tessera und was weiß ich, Tessera. Diosphäre habe ich sogar 2-mal, was zum egal. Und zwar können wir jetzt die Teufelsrobe herstellen. Ich habe mir die auch noch nicht angeguckt, ich weiß noch nicht, wie die aussehen. Okay, das sieht irgendwie komisch aus. Maximal SK plus 2, das ist mal eine gute Fähigkeit. Teufelsrobe, so, nächstes. 7-Stern-Doppelklinge, wow, was? Ich glaube, die hatte ich sogar mal. Der Name kommt mir nämlich bekannt vor. Ich glaube, die hatte ich schon mal irgendwann. So, Tessera. Lichtbringer. Okay, sehr schön. So, das ist wahrscheinlich ein Untote, ne? So, jetzt haben wir mit jedem Charakter die ultimativen Waffen. Dualisiererin, okay. Dann haben wir mit Pascal jeden Titel. Jawohl. Ich hatte noch nie so einen perfekten Spielstand wie jetzt, ganz ehrlich. So, Verteidigung, das hätte ich lieber. Weiß nicht. So, dann rüsten wir mal die ganzen letzten Dinger aus. Wow, das ist ja schon mal ein Unterschied. Wow, Präzision ist richtig in die Höhe gestiegen, richtig gut. Okay, vielleicht war das auch nicht so gut hier, das Ding, was wir da hatten. Teufel, so zurück sind die Einbrechen besser. Kreisangriff und so, jawohl. So, erstmal habe ich die ganzen Waffen alle, sehr schön. Okay, P-Angriff brauche ich nicht, aber C-Angriff dafür, jawohl. So, dann haben wir alle ultimativen Waffen, sehr schön. Bob ist das geil. So, dann speichern wir mal. Wo wir eigentlich noch nichts erreicht haben. So, ich habe eine etwas lange Folge heute geplant. Und zwar, wir müssen in den 10. Stock reingehen. Aber geht ja nicht. Also 10. Etage. Die werden nämlich von irgendwas beschützt. Und zwar weiß ich ganz genau, was das ist. Und dazu gehen wir jetzt zu jedem Wolknis, den es auf dieser Welt gibt. Also alle drei, ja. Und dann gucken wir mal. Na, ist schon gut so. Was da alles zu erledigen noch gibt. Vielleicht stolpern ja über irgendeine Möglichkeit, die 10. Etage zu öffnen. Wer weiß. Aber ich habe das Spiel nur schon 2-3 Mal durchgespielt davor. Okay. Aber wir haben jetzt neue Waffen und so. Ich hätte noch gerne, weiß ich nicht. Gibt, glaube ich, auch ultimative Rüstungen. Da muss man auch irgendwie so Dinger finden. Die hätte ich auch gerne bekommen, aber habe ich leider nicht. Also, was soll's. So, wir gehen jetzt hier rein. Ich weiß es nicht. Lass mir das Spiel auf schwer jetzt, oder habe ich jetzt... Ja, ich habe... Weil ich immer wieder hier gegen Viella gekämpft habe, um zu trainieren, habe ich das Spiel auf leicht gemacht. Also, jetzt machen wir wieder auf schwer, ne? So wie es sich gehört. Versuchen hineinzugehen. Gucken wir mal. Also mit Level 200 müssen wir jetzt eigentlich alles weghauen. Ich habe so einen speziellen Level-Trick benutzt, von dem ich vor Augen noch nichts wusste.
Ja, muss man einfach bei Riella irgendwie rechtzeitig die Tempoanzeige ausrüsten, einsetzen. Und ja, den machen wir sowas von schnell fertig. Wir kriegen den Drachenzahn. Ein mächtiger Drache, der Inkarnation von Windows 2 Chris Kreas ist. Okay, den müssen wir locker fertig machen. Ja, der hat gar keine Chance. Ich glaube, Level 2 ist doch schon ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, meine Güte. Er kriegt den dritten schon. Ich glaube, den nächsten tun wir mal ein bisschen höher stellen. Ding ist wenigstens auch böse. Ja, okay, so lang wird dieser Part anscheinend doch nicht. Ich sorge für. Ich glaube nicht. Okay, ein Schwierigkeitsgrad tun wir auf jeden Fall überstellen, weil das ist ein bisschen übertrieben. Der ist Level 90, hallo. Cassio. Ja, das war so ein bisschen schneller, als ich gedacht hatte. Hätte ich es nicht gedacht. Ich bin Glanzdach, einer der Chroma-Drachen und Wächter als LF. Sprich, wieso strahlt ihr das Wind, LF? Der Dieb, den du suchst, befindet sich nicht unter uns. Das war ein anderer Mensch, ein Mann namens Richard. Das ist unentbehrlich. Meine Frage war an die gesamte Menschheit gerichtet. Valkneskria reguliert das LF, das vom Kern der Welt erzeugt wird. Es ist für alle Formen des Lebens unentbehrlich. Reguliert? Heißt das etwa, dass Valkneskria hält bewusst das LF-Gleichgewicht? Zu Anbeginn war diese Welt leer und ohne Form. Es war keine Farbe im Boden, kein Duft in der Luft. Sie war nichts als Wüste und Staub. Die Valkneskria ließen das LF fließen und sorgten so dafür, dass das Leben gedeihen konnte. Wie meinst du das? Er meint wohl damit, dass das Elle früher ruhte, anstatt die Welt zu durchströmen. Vor langer Zeit war Windu eine unfruchtbare Ödnis, die lediglich vom Heulen des wütenden Windes erfüllt war. Die Valkneskria brachten Wasser, Pflanzen und Samen und schufen einen Band zwischen Mensch und Natur. Da der Schein des Valkneskrias nunmehr verblasst ist, dreht sich der Zeiger wieder zurück zu jenen Tagen. Es ist ja eine tolle Geschichte, so, aber trotzdem ist Richard dein Mann. Wir müssen bloß zu ihm gelangen und die Sache wieder ins Lot bringen. Genau, und das werden wir auch. Und dann können wir und er und ich wieder Windows wucherndes Grün genießen, so wie vorher. Deine Entschlossenheit klingt aufrichtig. Ich werde dir dies hier gewähren. Aha. Bald euch Menschen, der Zeiger der Zeit muss sein, wie der große Vosus, stets vorwärts strebend. Glanzdrache des Kreas. Wer weiß, für den Sieg gegen Glanzdrachen wird sicher mal irgendwann nützlich sein. Okay, es ist glaube ich auch schon gedacht, dass man ein bisschen früher gegen den kämpfen muss. Ja, das war ein Kaffeekränzchen. So, ich komme auf Chaos. Wo ist der Drache? Hallo? Ja. Da war er Level 112 und hätte 621.000. Okay, machen wir das mal. Weil eigentlich nichts mehr bringt hier. So, nächsten Valkneskrias. Und zwar, der nächste wäre in der Strata Wüstenruine. Wir sind zum Glück noch zu Fuß sehr schnell erreichbar. Okay. Sag aber schon gleich. Das sind die einzigen Bosse, die wir noch auf Chaos machen. Die anderen, die werden wir nicht schaffen, das sage ich jetzt schon mal. Die gehen schon weit über Level 200, wenn ich mich nicht irre. Die letzten Gegner. Deswegen, ja, lass mal. Und ich werde es jetzt zwar versuchen. Aber vielleicht kriege ich auch alle Drachen jetzt in einem Part. Das wollte ich auch eigentlich machen. Warte mal, ich gucke mir mal lieber an, überhaupt. Die wir gerade bekommen haben. Drachenzahl. Eine Wurfklinge nicht aus einem Drachenzahl geschnitzt ist, sondern Drachen töten soll. Ja, wir haben jetzt schon bessere Waffen. Ich glaube nicht, dass die besser ist als was wir jetzt ausgerüstet haben. Ne, um Längen nicht. So, der nächste Drache ist jetzt aber ein bisschen stärker, deswegen hoffe ich, dass wir den auch noch schaffen, auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Gehen wir hinein. Wir werden auch schon auf Chaos schaffen, hallo? Weil der Kampf vorhin, der ging ein bisschen zu schnell. Na, dann müsste es, glaube ich, 10 Level höher sein. What? Level 142, warum? Ein mächtiger Drache, der Inkarnation von Stratas Wildness Crisis. Anfällig ging eh als sehr schön. Okay, haben wir aber auch ein bisschen weg anscheinend.
Das liegt bestimmt an den Waffen. Aua. Okay, reicht schon so. Der Schwierigkeitsgrad. Aua. So, einmal abschießen, so bitte. Ja, okay. Sehr viel. Aua. Schwieriger werden jetzt auch nicht mehr. Aber egal. Hauptsache, der ist nicht in einer Minute erledigt. Aua. Ist gut. Hey. Verbrennung. Perfekt. Dreh dich mal zu mir um. Ja, das machen wir. Sind das für dunkle Flammen, hallo? Ja. Ich will irgendwie so ein Buch der Stärke und so einiges, dann würden wir auch ein bisschen weniger. Doch mehr. Wir ein bisschen weniger Schaden am Anfang bekommen. Und nicht am Ende. Und am Ende legen die ja alle los, deswegen bringt das auch nichts. Sag. Aua. So oft musst du jetzt auch nicht frecken, Hubert. Oh, das war knapp. Wieder ausgewichen. Was willst du eigentlich? Lass mich davon nicht treffen. Bist du blöd oder was? Ah. Einziger Blöde ist gleich den letzten Drachen jetzt zu erreichen. So, 240%, ne? Bams. Oh ja, kann der auch so was? Vielleicht nicht. Schon wieder an so einen Boss aus Tesla denken. Der absolut nervig war. Komm mal her. Bams. Ups. Weg da, na. Muss mich mit dem Angriff nicht. Okay, die anderen vielleicht, weil die nicht aufkommen. Aber hinten jetzt, die sind auch voll gewappnet dagegen. Jawohl. Crazy. Drachenknochennageln. Segen und Vitalität, sehr schön. Das ist sowieso kein Unterschied mehr. Wer bist du? Ich bin Doppelwürmer, einer der Chroma-Drachen und Wächter des LF. Du beschützt das Falken des Kreis? Haben die eigentlich gerade nicht zugehört beim Glanzdrachen? Der Kern dieser Welt produziert einen nahezu unerschöpflichen LF-Fluss. Doch ein neues Übel bedroht diese Produktion. Dem muss Einhalt geboten werden. Wir müssen unsere Kräfte bündeln und die Bedrohung schnellstens ausmerzen. Moment, die Bedrohung, von der du da sprichst, ist unser Freund. So ihr nicht wollt, dass alle Leben auf dieser Welt endet, dürft ihr euch von dem Freundschaft nicht zur Nachlässigkeit verleiten lassen. Es wird nur wenige Jahre dauern, bis das gesamte LF verschwunden ist. Das dürften wir nicht zulassen. Ohne funktionierendes LF-Falkenis wird Strata eingehen und sterben. Strata nahm mich auf, nachdem mein eigenes Zuhause mich verstoßen hatte. Ich werde es nicht seinem Schicksal überlassen. Hubert, wir... Ich kann ein Gefühl nachvollziehen, Espel, aber müsste ich zwischen Strata und Mitschand wählen, stünde meine Entscheidung fest. Wenn ihr schwört, an meiner Stadt zu tun, was getan werden muss, dann bitte ich euch, euch zu sputen. Die Zeit läuft uns davon. Ich werde das Falken des Kreis wiederherstellen, das schwöre ich. Dann soll dies hier dir gehören. Das heißt, die Zeit läuft dann davon, ich bin schon 250 Stunden am Zocken. So geht denn, und lasst euch von den wichtigen Elf Streitereien der Menschen nicht ablenken. Denn solltet unsere Gebiete aus seinem Schlummer gerissen werden, haben wir bald dringendere Sorgen. Doppelgams Cryers, ja. Ich werde bestimmt irgendwann mal nützlich. Irgendwann. So, nächster. Wir können natürlich nicht von hier porten. Black. Alles klar. Dann gehen wir zum letzten. Drachen. So, die bringen es wahrscheinlich wieder nicht, ne? Gut, hier. Das ist ein Drachen, heißt ein Drachen eines Knochen, ja. Sind Knochen eines Drachen hergestellt. Na komm du mal. So, warum kann ich mich hier nicht porten, Max Almis? Du bring mich nach Fendel. So. Okay, Level 147, der war doch ein bisschen stark, aber den haben wir trotzdem weggeputzt. Hallo, Level 200. Also gut, dann nach ja. Warte nochmal. Hier.
Okay, und das wird jetzt wieder ein bisschen nervig hier reinzugehen. Na. Ah. Das Blöde ist, in diesem Gebiet tue ich die ganzen Rätsel wieder resetten, wenn ich mich nicht irre. Das finde ich jetzt nicht so gut. Ja, vielleicht sind ja ein paar Skizzen noch, die ich verpasst habe, weiß ich nicht. Ja, guck ich an, warum wird das resettet? Was soll der Mist? Deswegen lasse ich jetzt immer hier hinzugehen. Aber wir müssen einmal hier wegen der Story, einmal im Future und einmal wegen diesem blöden Viech. Also so ein Mist, ey. Man muss halt ja alles dreimal machen. Ich habe ja auch offscreen schon ein gewisses anderes Rätsel gemacht. Ich hoffe, das hat sich nicht auch wieder resettet, weil ich habe mal einen anderen Spielstand geladen, wo ich das schon gemacht habe und da waren die Rätsel alle gelöst, als ich mal reingegangen bin. Deswegen hoffe ich, dass wenn ich wegen einem bestimmten Grund nochmal da hingehen muss, dass dann die ganzen Rätsel alle gelöst sind. Weil ich habe das offscreen nämlich gemacht, weil onscreen hat ewig gedauert. Ach, cool. Ein zerschnitzer dann direkt auf der A gesprungen. Ja. Das Ergebnis kam sehr überraschend. Warum kommen die Zöpfe aus dem Weihnachtsmützchen raus? Ja, ich muss jetzt eigentlich auch so eine Weihnachtsmütze hier tragen. Ich habe hier eine an der Wand hängen. Die soll ich mal aufziehen. Ja, ich habe leider so einen dicken Schädel. Drückt verdammt in den Kopf rein. Ja, das bisschen Bähnchen, was noch übrig ist bei mir, dann noch weiter eingequetscht. Ja. Er hat es überrascht. Wir haben gewonnen. Okay. Irgendwo da unten ist er, glaube ich, ein schwächer Punkt noch. Deswegen kein Ding. Oh, das ist neu hier aus irgendeinem Grund. Okay, wie es scheint, haben die Rätsel sich doch nicht resettet. Warum habe ich das jetzt in so einem amerikanischen Akzent gesagt? Die Rätsel haben sich nicht resettet. Bitte. Normalerweise waren doch die Augegner, aber nein, diesmal nicht. Heute nicht. Alles klar, dann. Musikanten, sehr schön. It's so cold. Isn't there somewhere we can find shelter? Well, we're surrounded by a sea of ice, so that might be a little difficult. Damn it. Denn er ist so ein Dings What's the need to aufgewachsen. get so upset? Whoa, right there. What is it? You three, I need you all to sneeze again at the same time. What? Why? Come on, just do it and drag out the sneeze this time. Come on, it clearly means a lot to her. Here it comes. You did it in perfect harmony. That was in C, wasn't it? What? Das war ein C, nicht wahr? Was zum Teufel? Ach, wir sind voll geil. Okay. Was? Was? Okay, nach dem Kampf wahrscheinlich geil. So, einfach so, just for the lols. Tun wir mal Buch der Stärke rein. Ja. Er wird den erlittenen Schaden auch verbockt. Sehr schnell 11 im Kampf. Ja, und? Nur für den Anfang. Mein Gott, ich dachte irgendwie, das wird so 40 Minuten dauern oder so. Aber selbst wenn ich jetzt alle auf Dingens gespielt hätte, auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, ja, trotzdem nie im Leben so lange gedauert. So ist da noch. Warum ist hier unten auch noch ein Speicherpunkt? Egal. Okay, wir haben jetzt Pascal drin, deswegen. Oder ihre Unbesiegbarkeit fähig, weil das ist eigentlich die beste. So, 165, der sieht schon ein bisschen stärker aus. Ein mächtiger Dach der Inkarnation des Fennel bei Miss Crisis ist. Du bist gegen Arzt anfällig, okay. Auf. Einfach so. Gerade habe ich Hubert rausgenommen. Willst du mich einfach von Arm nehmen? Komm mal her. Na? So. Und ja, 50.000 Punkte. Sehr gut. Ja, wesentlich so viel geht auch rein. Da ist ein Drachenangriff, hallo. Verdammt, ich habe ja ein paar Drachenangriffe.
Ja, ne, Malekith mitnehmen können. Der hat doch Drachenjäger oder irgendwie so ein Zauber, der so heißt. Bams! Ey, was schützt aber am Ende? Was du denn? Also nur im letzten Moment. Kannst du noch Kreis aufmachen, die sind so stärker. Bei Espel jedenfalls. Ja, mach mal Angst, ich kann mich entscheiden. Irgendwie benutze ich Malekith voll selten, kann das sein. Egal. Aua. Ja, jetzt sind die Gegner noch leicht zu erledigen, aber die... Der Gegner auf der 10. Etage vom Zonengipfel lässt sich bestimmt nicht auf Chaos erledigen. Er ist dann, glaube ich, Level 220 oder so. Das ist nicht gut. Er hat übrigens auch 99.000 AP. Ich will gar nicht wissen, wie viel Angriffskraft er hat. Der einzige, der jetzt ein bisschen länger dauert, ist er ja wahrscheinlich. Ja, ich habe jetzt Zeit. Ich habe jetzt Urlaub. Also ich kann euch halbstündige Parts rausbringen. Weil ich jetzt mehr Zeit habe. Aua. Okay, Weihnachten und so, aber sind ein paar Tage. Ich bin jetzt noch eine Woche, wo ich tun was kann. Ich so. Aua, ey. Kannst du es wagen? Kann ich auch, glaube ich, Silla irgendwann mal weitermachen, wenn ich das Spiel hier endlich fertig habe. Ich auch nur anmerken, mir hängt das Spiel nicht zum Hals raus. Ich möchte nur, dass es irgendwann mal auch zu Ende ist. Weil es jetzt schon ungefähr anderthalb Jahre oder so läuft. Und ich mal wieder Pausen gemacht habe und so. Und irgendwann muss er doch mal auch enden. Ich möchte nicht meine ganze Let's Player-Karriere nur dieses Spiel gespielt haben. Das ist jetzt so viel verlangt. Da sind wir nicht, ne? Und wir hoffen. Ja, man könnte schon sagen, dass wir ein bisschen überpowered sind und jetzt durch den Angriff können wir nicht sterben. Außer Sophie. Oh, sehr gut. Aber bloß gleich den einen Angriff, den ich spam. Oh, geil. Nein! Boah. In letzter Zeit habe ich irgendwie Probleme, meine Mystikards rauszuhauen. Weil die Gegner irgendwie abwehren sind oder ich nicht treffe oder was weiß ich. Du, der zaubert jetzt auch noch. Ich glaube, Spinne. Kannst du es wagen? Aber. Aber. Nicht gut. Nicht gut. Nein, schaffen wir trotzdem. So, die ganze Zeit abwehren, ey. Ja, jetzt kommen die ganze Zeit Zauber. Sehr schön. Sherry hat jetzt die ganze Zeit Zeit, so viel wieder zu leben, aber macht es nicht. Mein Gott. Verdammt. Ich kann den Gemüse gerade wieder rausbauen. Ja. Aber gibt's doch nicht. Hör auf. Ja, komm her, Alter. Ich bin auch da. Komm her, ich bin hier. Das liebe ich aber, die Gegner vollkommen ignorieren. Oh, ist unser Schritt der Stärke abgelaufen. Wir haben die ganze Zeit so viel Schaden gefressen. Ja, sieht man schon wieder. Super. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall auf die Mütze vom letzten Gegner hier. Vielleicht schaffen wir halt den auf. Böse. Komm da runter. Nein, hör auf. Boah, diesen Zauber, den kann ich nicht leiden, ganz ehrlich. Warum hat jeder Gegner diesen verkackten Zauber? Belebt mal jemand Dings wieder. Weil ich ja weiß, wie verletzlich Cherrya ist. Ich will lieber selber machen. Hier machen wir noch einen Arzt. Nein! Oh, sehr gut. Oh, Cherrya ist tot. Ah, und ich bin tot. Ah. Und Pascal ist tot. Und ich bin gleich wieder tot. Lass mal auf damit jetzt.
Es ist nur am Zaubern, leck mich. Lass mal auf damit. Oh nee. Ey, ich dachte, er zieht auf mich. Wir haben einen Elfschuss, der wäre jetzt gut. Ist jetzt gut, Mann. Oh, der war knapp. Aber wieso wurde ich getroffen? Mein Gott. Geht er mir auf den Nerven. Ich kann den Angriff nicht ausweichen. Ja, gut. Ich glaube, der Angriff hat voll die riesige Präzision, ne? Ja. Kannst du mal auf mich drauf gehen? Ja, komm mal her. Nein, geht doch nicht alle auf den los, Mann. Wie blöd seid ihr eigentlich? Was macht ihr denn? Oh, fuck. Ah, ich will aufhören. Ich will gar nicht fuck sagen in der Aufnahme. Ich will verdammt sagen. Oh, sehr gut. Ah. Ja, ich brauche mal ein bisschen, wie sie da weggehauen wurde. Ey. Irgendjemand hat Ding jetzt eingesetzt. Tempo. Okay, ist gut, Mann. Aua. Ich kann dem Angriff einfach nicht ausweichen. Sehr schön. Nicht gut. Ja, warum wurde ich getroffen? Ich war doch weit entfernt von getroffen werden. So was gibt mir schon wieder ein Zeichen, dass wir auf dem größten Schwierigkeitsgrad nicht schaffen. Ja. Ist gut. Komm schon, er kriegt doch Pascal noch wieder fit, ne? Ja. Jetzt schnell kaputt hauen. Sehr gut. Ist er da weg. Sehr schön. Curse you. Ah, okay, der hat sogar Barmutstrainer. Der hat sogar ein bisschen was gegeben hier. Halbe Stunde, okay. Ich bin Fobravi, an einer der Chromadrachen und Wächter des LF. Als ich erschaffen wurde, ging ich aus dem Land hervor, um als sein Beschützer zu dienen. Hast du eben erschaffen gesagt? Weißt du dann vielleicht auch, wie dieses Land entstanden ist? Am Anfang war die Welt lediglich eine einzige Farbe. Dann begann Fobranir, Feuerelf zu sammeln. Daraufhin wurde dieses Land ein Ort des Schnees. Also ist das Valknis Quirs verantwortlich für Fendels winterliches Wetter? Das heißt, hier wird es wärmer werden, jetzt wo das Valknis nicht mehr funktioniert? Falsch. Was? Erst als alle drei Valknis aktiv waren, wurde aus diesem Land ein Ort, an dem Leben existieren konnte. Valknis Quirs sind für diese Welt von essentieller Bedeutung. Sie sammeln Elf aus ihren Kernen und wärmen so das Land. Hitze, Licht, Kälte, Dunkelheit. Wenn die Valknis Quirs verloren gehen, dann geht all das mit ihnen unter. Was? Wie meinst du das? Verstehe, du warst... Verstehst du, was er meint, Pascal? Er will damit sagen, dass unsere Welt ohne das Elf nicht mehr dazu in der Lage wird, Leben zu erzeugen und zu erhalten. Fobranir hat Finn also gleichzeitig geschadet und ist gerettet. Wenn die Valknis Quirs ihre Arbeit nicht verrichten, wird dieses Land wieder eine einzige Farbe annehmen. Meine Aufgabe ist es, über das Valknis zu wachen, nicht das Leben zu schützen. Wenn dieses Land nicht mehr gebraucht wird, wird es eben aufgegeben. Ich lasse euch die Wahl. Wollt ihr eine lebendige Welt oder wollt ihr den Tod? Wir haben keine Wahl. Wir werden alle Herausforderungen trotzen, die diese Welt mit sich bringt. Weiterhin entschlossen ist bewundernswert. Hier, nimm das. Vergesst die Entschlossenheit nicht, Menschen, denn nur Entschlossenheit kann euch jetzt noch retten. Fobravivans Kreis. Sehr schön. Dann hätten wir ja schon fast alles erledigt. Jetzt gehen wir erstmal wieder raus. Anders kommt man ja, glaube ich, nicht raus. So, Barmuts Träne ist, glaube ich, eine Waffe für Hubert, ne? Bin mir jetzt nicht sicher. Barmuts Träne nach dem Drachen benannte Doppelklinge. Einem Drachen.
Er soll vor seinem Tod alle Tränen vergossen haben. Okay. Doch deswegen der Name. So, und das hat verdammt nochmal unseren ganzen Mixer hier verbraucht. Das war so fast noch böse. Aber mehr glaube ich nicht. Wenn überhaupt böse klappt. So, das heißt, weiß ich nicht. Ich glaube, wir machen in der nächsten Folge noch nicht die letzte Etage. Wir machen, glaube ich, in der nächsten Folge erstmal ein bisschen das Kolosseum, weil da gibt es auch noch ein paar Sachen zu erledigen. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.